Heute geht es wieder um 10 verbotene Süßigkeiten. Einige davon können euch sogar umbringen, deswegen schaut euch das Video wie immer bis zum Schluss an. Zuckerfreien Kariesfrüchte. Freunde, ihr wolltet unbedingt noch eine Runde 10 verbotene Süßigkeiten. Und die bekommt ihr. Freunde, falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann einmal das Glöckchen abonnieren. Denn hier gibt es Videos, die unterhaltsam sind, die gruselig sind, aber auch ziemlich verstörend. Deswegen Leute, abonniert das Glöckchen, sonst abonniert das Glöckchen euch zurück. Falls ihr noch mehr verbotene Videos wollt, dann einmal den Like-Button eines slappen. Okay, Freunde, die erste verbotene Süßigkeit sind Funny Dips. Habt ihr Bock auf Diabetes? Denn falls ja, dann gönnt euch einfach Funny Dips. Auf jeden Fall kenne ich so Süßigkeiten, die man dippt. Aber in dem Fall war der Hauptbestandteil Zucker und zwar zu 90%. Der Rest besteht aus Farbstoffen und Aromen. Nur ein Stück davon beinhaltet 13 Gramm Zucker. Ja, und in der Regel tunkt man ja diese ganze Zunge rein und ballert sie sich in den Mund. Und in dem Fall hättet ihr einfach nur wirklich puren Zucker. Aber haben nicht voll viele Süßigkeiten extrem viel Zucker? Wo man sagt, eine Cola besteht nur aus Zucker. Aber ich glaube, bei dem Fall war das so schlimm, weil du wirklich halt nur Zucker isst. Aber ich weiß nicht, Leute, ob das als Grund reicht, dass man sowas verbietet. Okay, bei der nächsten Süßigkeit kann ich es komplett nachvollziehen. Und zwar sind das die Chinese Medicine Candies. Diese Süßigkeit soll wie Medizin wirken. Wenn man sich schlecht fühlt, wenn man Depressionen hat, wenn man irgendwie wütend oder frustriert ist, dann helfen euch diese chinesischen Wundersüßigkeiten, denn sie können euch heilen. Dass das Bullshit ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Aber die Händler von den Dingern sind so dreist, dass sie euch sogar sagen, dass ihr dadurch längeres Leben bekommt, dass ihr nicht so schnell altert und es soll euch Glück in der Beziehung bringen. Eine Flasche von dieser Wundermedizin kostet 90 Cent. Aber Leute, das Beste kommt erst noch. Erstmal bringen diese ganzen positiven Sachen gar nichts, also sie helfen euch nicht irgendwie. Das Gegenteil ist der Fall. Die Dinger sind sogar ungesund und das Allerbeste, die sind nicht mal süß. Also die schmecken nicht mal nach Süßigkeit. Die schmecken wirklich wie Medizin und sind ungesund. Deswegen riet die chinesische Lebensmittel- und Arzneibehörde, dass man die Finger davon lassen soll. Bevor es mit dem Video weitergeht, Freunde, muss ich euch ein Spiel zeigen und überspringt den Part erst gar nicht, denn ihr habt die Möglichkeit, eine Nintendo Switch zu gewinnen, ein iPhone 12 Pro und viele weitere krasse Preise. Deswegen, Leute, bleibt kurz dran. Rise of Kingdoms ist ein historisches Echtzeitstrategiespiel für Smartphone. Das Spiel gibt es seit 3 Jahren und gehört zu den erfolgreichsten Mobile Games weltweit. In Rise of Kingdoms treffen verschiedene Völker, die es wirklich in der Geschichte gab, aufeinander und reißen sich um den Thron. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Völker und jedes hat einen eigenen Kommandanten, wie zum Beispiel Friedrich Barbossa, Alexander der Große und Mulan. Rise of Kingdoms hat großen Wert auf gute Synchronisation gelegt der jeweiligen Kommandanten. Im Teutoburger Wald endet deine Geschichte. My enemies will choke on their own blood. Je dois être auprès du roi. Die Vikings kommen. Ganz neu bei Rise of Kingdoms sind die Wikinger. Ein wildes Volk, das gerade die Welt von Rise of Kingdoms betreten hat. Björn Ironside ist der Kommandant der Vikings. Und Ragnar Lodbrok, der legendäre Wikinger, gehört zu den loyalsten und stärksten Gefolgsleuten. Man munkelt, dass die Wikinger sich entschlossen haben, Deutschland anzugreifen. Im Vergleich zu den Vikings ist Deutschland viel schneller und beweglicher. Und somit lockt es die Wikinger gezielt in die Falle. Was meint ihr, Leute? Wer würde den Kampf gewinnen? Die Vikings oder Deutschland? Mit dem ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung könnt ihr Rise of Kingdoms kostenlos herunterladen. Game! Und wenn ihr diesen Link nehmt, gibt es noch einen Kio Special Einsteigerbonus. Ihr bekommt 200 Gems, 2 Silberschlüssel, 2x 50.000 Food und 2x 50.000 Holz. Eure Armee hat Hunger, Leute. Rise of Kingdoms hat gerade ein Event am Laufen. Und wenn ihr an diesem teilnehmt, habt ihr die Möglichkeit, ein iPhone 12 Pro zu gewinnen, eine Nintendo Switch und viele weitere krasse Preise. Deswegen, Leute, ladet euch das Spiel direkt kostenlos runter und unterstützt damit eurem Bro Kio. Nestle Magic Balls. Diese Süßigkeiten waren in den 90ern extrem beliebt. Der Nestle Ball war im Grunde nur eine Schokoladenkugel mit einem Plastikspielzeug drin. Ihr müsst euch vorstellen, das waren eigentlich so Kinderüberraschungseier, bloß halt auf Wish bestellt, beziehungsweise aus Nestle bestellt. Und da waren Spielsachen drin. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Was haben Kinder damit gemacht mit den Spielsachen? Genau, sie haben sie anderen Kindern ins Auge geworfen und diesen erblindet. Nein, natürlich haben sich die Kinder daran verschluckt und daraufhin hat man diese Magic Balls verboten. Was ich aber nicht verstehen kann, das Problem hatten wir auch bei Kinderüberraschungseier. Und die gibt's ja noch, also die Kinder verschlucken sich noch heute daran. Aber diese wurden mal in Amerika verboten, das habe ich im letzten Video gesagt. Also, das Kinderüberraschungseier, die waren mal eine Zeit lang dort verboten. Wahrscheinlich ist die Lobby einfach von Kindern so stark, dass man... Aber Nestle ist genauso stark. Ich verstehe es nicht. Die hat man verboten, aber Kinderüberraschungseier nicht. Wieso nehmen Kinder eigentlich die ganze Zeit Sachen... Das Problem ist, ich weiß, was ich jetzt vorbereite, deswegen muss ich lachen. Jetzt kommt der Part, wo ich Deckel von Kamera eigentlich in den Mund nehmen sollte, aber...
Hier und im Deckel von Kamera in den Mund, Part 3. Ich schaff's einfach nicht, Leute. Ich schaff's einfach nicht. Candy Corn. Das ist wieder so eine Süßigkeit mit einem extrem hohen Zuckergehalt. Aber Leute, die Inhaltsstoffe von Candy Corn wurden falsch beschriftet. Die meisten dieser natürlichen Inhaltsstoffe wurden ersetzt durch künstliche und beinhalten sehr viel Chemie, um die Produktionskosten zu senken. Man wirbt mit echtem Honig, aber da ist kein echter Honig drin. Und dieses Ding bestand einfach nur aus Zucker. Amerika ist dafür bekannt, richtig ungesunde Sachen zu haben, aber das Ding war wohl so ungesund, dass man das verbieten musste. Valentinstag Zuckerherzen. Viele warten freudig auf den 14. Februar, um dem Partner Süßigkeiten, Teddybären und andere Dinge zu schenken. Warum lacht ihr? Auf jeden Fall wurden diese Valentinstag-Zuckerherzen verboten, weil es mehrere Berichte davon gab, dass sie zu Hyperaktivität führen konnten. Schulen haben verboten, dass Schüler diese Süßigkeiten in den Klassenzimmer verteilen. Es geht wohl echt nur um diesen Zuckerflash, den man davon bekommt. Aber Leute, ich check's nicht. Es gibt doch so viele Sachen, die extrem viel Zucker haben und die gibt's noch. Ich meine, so Coca-Cola zum Beispiel, könnte man noch locker verbieten, oder nicht? Aber Leute, die Lobby ist einfach zu stark. Die Lobby ist stärker als die Politik und deswegen sind viele Sachen so, wie sie sind. Das ist auch der Grund dafür, dass ihr in den Schulkantinen auch so viele ungesunde Sachen bekommt. Okay, Freunde, als nächstes haben wir die drei Muskeltiere. Und dreimal könnt ihr euch denken, warum man die verboten hat. Die waren einfach so ungesund. Ein Riegel hatte 5 Gramm Fett und mehr Zucker als 3 Donuts zusammen. Donuts, Leute. Das waren also keine 3 Muskeltiere, sondern 3 Fetttiere. Von 1 bis 10 schreibt in die Kommentare, wie schlecht er war. Als nächstes kommen wir zu den Rockets. Die solltet ihr eigentlich kennen, also die kann man noch kaufen. Die wurden jetzt nicht verboten zu kaufen, aber sie wurden an vielen Schulen verboten. Denn es kam zu seltsamen Vorfällen. Ihr werdet euch jetzt denken, what the fuck, Leute. Aber die Schüler haben diese Rockets genommen, haben die zerquetscht, also so pulverisiert und haben dann so getan, als wäre das Kokain und haben sich das durch die Nase gezogen. Aber Leute, das ist nicht nur extrem unlustig, denn man kann dadurch auch Asthma-Attacken bekommen, Langzeit-Atemprobleme und, das klingt jetzt extrem seltsam, Nasenmaden. Ich tue jetzt mal einen Gefallen und ich zeige euch nicht, wie das aussieht. Milky Way Fun Size. Keine Sorge, Leute, Milky Way gibt es noch, aber eine bestimmte Sorte nicht mehr. Denn die Menge an Zucker in dieser Variante war jenseits von Gut und Böse. Diese Riegel kamen in Mini-Formate, die Fun Size genannt werden. Aber jeder dieser kleinen Riegel enthält 21 Gramm Zucker. Nur mal als Vergleich, Leute, in einem Liter Cola befinden sich 100 Gramm Zucker. Also 5 von diesen kleinen Riegeln und ihr habt eine Flasche Cola getrunken. Hershey's Take 5. Ja, Freunde, da haben wir wieder dasselbe Problem mit dem Zucker. Denn dieser Riegel ist wahrscheinlich einer der ungesündesten Schokoriegel auf der Welt. Aber Leute, nicht nur der Zucker, sondern auch die ganzen schädlichen Transfette im Riegel sind Grund dafür, warum man diesen aus den Regalen entfernen musste. Und Leute, zu guter Letzt hätten wir, ihr werdet es nicht glauben, Mao-Arm. In Großbritannien waren die Mao-Arms eine Zeit lang verboten. Ihr werdet jetzt niemals glauben, warum. Nein, nicht der ganze Zucker, nein, nicht die Transfette, nein, nicht daran, dass Kinder sich irgendwie verschluckt haben, nein, nicht, dass Kinder daraus Handgranaten gebaut haben und ihr wisst schon, was ich meine. Nein, es ging um die Verpackung. Denn die Verpackung sieht ein wenig nicht ganz so kinderfreundlich aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die Charaktere, ein bisschen Fantasie, da muss ich nicht aussprechen, dann wisst ihr, was ich meine. Ihr wisst, was ich will es nicht aussprechen, weil sonst Video gelb. Haribo hatte Struggle deswegen, weil die Eltern Stress gemacht haben wegen der Verpackung. Aber Leute, Haribo meinte, nein, das ist beliebt bei Kindern. Und die Mao-Arms sind für alle Altersgruppen gedacht und haben die Verpackung auch nicht geändert. Ja, Freunde, so viel zu 10 verbotene Süßigkeiten. Falls euch das Video gefallen hat, dann einmal bam, liken. Ansonsten, Freunde, Dankeschön, dass ihr bis zu Ende geguckt habt. Tut mir einen Gefallen, ladet euch Rise of Kingdoms runter. Macht bei dem Gewinnspiel unbedingt mit, Leute. Ihr habt die Chance, echt krasse Preise zu gewinnen. Ansonsten, Leute, sehen wir uns übermorgen wieder. Habt noch eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Bis dann, ihr Nachtfüchse.